So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2, wir sind gerade wieder dabei, die neuesten Level hier in dieser Liste zu spielen. Und in dem Part fehlt uns jetzt noch... das hier von Rabaros, das hier von Frank, damit fangen wir an. Und dann noch Devori, damit schließen wir ab. Gucken wir hier rein. 2,7%, Weltrekord 3 Minuten. Now you're playing with power. Ultimate Power. Ich bin gespannt, was er gebaut hat. Wahrscheinlich irgendwas mit dem Superpilz, wenn ich das schon sehe im Thumbnail. Irgendwas mit dem Superpilz. Und wir wissen, es ist ein Frank-Devil. Wait, wie komme ich da? Ach so. Und wir wissen, es ist ein Frank-Level. Das heißt, ich werde direkt vom Checkpoint sterben. Oder ist ein Zelda-Level? Kann auch sein. Aber ich habe im Jumpen einen Pilz gesehen. Oder es sind einfach alle möglichen Power-Ups hier vorhanden. Das kann auch. Wahrscheinlich sind alle Power-Ups mal vertreten. Wäre auch eine coole Idee, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Aber dann muss ich ja gar nicht den dann oft drücken. Ich kann ja auch so hier durch. Und kann jetzt hier unten lang. Ja, ich brauche nämlich die Blume dann gar nicht. Oh, wait. Oh, der explodiert sofort. Ich dachte, der wird erst getickt. Oha. Aber das gefällt mir besser als mit der Blume. Tschüss. Das gefällt mir besser als mit der Blume. Zelda. Zelda. Link. Link spiele ich lieber als die Blume. Das nicht auslösen. Das hier auslösen, aber da muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich direkt weiterspringe. Oh no. Wobei, die Eisblöcke kann ich auch mit der Bombe aufmachen. Ne? Das müsste noch funktionieren. Oder muss ich dafür die Blume haben? Ich hoffe nicht. Ich möchte nämlich Link behalten. Link ist mir viel. Lieber. Pro Link. Kontra-Blume. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Cheat. Hab da was vergessen. Na. Na, als Blume hätte man hier normalerweise halt... Oh, wait! Ich habe auch so Zeit. Scheiße. Jetzt habe ich es verhauen.
glaube, das geht jetzt nicht mehr, oder? Nee. Ups. Okay. Also ich müsste es dann mit der Bombe mit dem Pfeil auslösen. Anders geht's nicht. Wenn ich Link wähle, muss ich es mit dem Pfeil machen. Was anderes ist nicht möglich. Ich könnte mich natürlich dafür entscheiden, es doch mit der Blume zu machen. Wenn das die schlauere Alternative ist. Aber mir gefällt Link aktuell hier deutlich besser. So. Dann, aber ein anderer, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich habe nur den Pfeil zur Auswahl. Muss halt dann der Sprung danach sitzen, das ist alles. Yes! So, und die müssen doch jetzt genauso kaputt gehen. Yes. Kommt noch was, was die Blume abfragt? Nein! Ich kann es also ohne Blume machen. Nice. Gut, jetzt kommt der Superpilz. Oh. Oh mein Gott. Der drückt das ein, das wusste ich noch gar nicht. Junge. Junge. Okay, wir wechseln zurück zum neuen Pilz. Der SMB2-Pilz. Ja, das war's jetzt komplett. Und dann krieg ich wieder ein Schwert. Okay, cool. So, und ich muss natürlich an den Sprung hier denken. Das vergesse ich jedes Mal, dass der das kann, ne? Das brauche ich hier sogar. Ah, shit. Gib mir das Schwert! Okay. Boah, das ist echt knapp. Das war die falsche Taste. Go, 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 go! Okay, der bleibt da, ja? Das heißt, was ich jetzt tun kann, ist einmal die Pflanze hier wegzünden. Dass die mich nicht mehr stresst gleich. Aber in die andere werde ich reinrattern. Ohne Wenn und Aber. Die kriege ich nicht weg vorher. Okay. Aber wenn ich da eh reinratte... Naja. Okay, ich muss den nur aufdrücken. Wichtige Erkenntnis. Scheiße. Ah, und ich brauche den Pilz noch. Ah. Und der kommt jetzt auch nicht wieder. Ah. Wir waren weit. Wir waren weit.
Das wollte ich nicht. Aber wie soll ich denn? Ich verstehe nicht, wie ich an den Pflanzen da vorbeikomme. Reicht es, sich zu ducken? Wahrscheinlich. Muss ja. Sonst wird es ja nicht funktionieren. Es muss reichen, sich zu ducken. Alles andere wäre nicht möglich sonst. Das Ganze... der ganze Aufbau wäre sonst nicht spielbar. Ach, oh Mann, ich hab's davor geschafft, da dran vorbeizukommen. Okay, die krieg ich trotzdem weg, die erste. Ja, das reicht aus. Okay, gut, 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 gut. Kann ich den in Ruhe wegnehmen, ohne dass der mir gleich, dass ich gleich runterfalle? Nein, ich muss direkt runterfallen. Okay. Hey, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Hä? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ne? Auf jeden Fall nicht das Richtige. Ah, wait. So. Huch, man bräuchte eigentlich die Plattform da gar nicht, weil man auf dem Ding so viel Speed sammelt. Nicht Speed, aber die Dings aufladen kann. So. Oh Gott, die Blume gibt's auch noch. Okay, verstanden. Easy. Checkpoint, bitte. Checkpoint, bitte. Danke. Puh. Neuer Abschnitt. Erstmal alles wegzünden. Oh, ich musste vorher da die Blume reinpfeffern. Okay. Habe ich nicht gesehen. Oh, und ich muss... Okay. Okay. Ich muss den die Plattform weiter nutzen. Nee, muss ich nicht. Alles gut. Das war schlecht. Ich brauche nämlich immer noch den Pilz. Und da kriege ich dann einen Stern. Okay. Kommt etwa ein Manchawan? Manchawan in SM. Okay. Easy. Nice. Gut. So. Star. Mein Scheiß Ernst. Geht doch. So. B. Hilfe. Kommt da wieder ein Stern? Nein, wieso geht es nicht auf? Hä? Was soll da oben drin sein? Ich weiß es nicht. Egal, wir kommen ja... Egal, was da oben drin ist, wir kommen... Ah, verdammt. Ich verstehe. Oh, das wird nicht gut gehen.
Ja, shit. Verstanden, aber man soll das wahrscheinlich über den Stern. Man soll wahrscheinlich noch den Stern noch haben, keine Ahnung. Ach, verstanden. Den Block nehme ich mit. Und über den Block komme ich dann hoch genug und aus der Plattform kommt wahrscheinlich der nächste Stern raus. Okay. Okay, kriegen wir hin. Dann ist das Level ja jetzt einfach. Hier habe ich ja sogar jetzt Zeit, den auszulösen. Jetzt haben wir gewonnen. Nice. Ja, richtig coole Idee, ne? Muss man sagen. Richtig coole Idee. Sehr schön. Sehr schön. Das war wieder ein sehr schönes Frank. Sehr gut. Dann das von Rabaros drunter. Larry's Loopside Lava Lift. Oh, Balance ist key. Ich ahne, was passieren wird. Oh nein. Oh Gott. Kriege ich das hin? Mal gucken. Sein Bosskampf offenbar. Krieg schon mal einen Pilz. Mehr nicht. Okay. Gut. Ah ja. Sowas ist ja auch immer sehr spaßig. Ja, alles gut. Wie komme ich denn da ran? Werde ich an den Pilz gekonnt? Au! Hä, wie komme ich an die Pilze? Was kann ich denn da machen? Mal was ganz anderes. Ich kann mich eine ganze Weile einfach so aufhalten und dann einfach fallen lassen. Ach so, aber ja, aber nicht zu weit. Okay, verstanden. Aber nicht zu weit. Weil da ist ja die Lava, die unten ist. Ach, Mist. Geht nicht so ganz auf meine Theorie, auf die Art und Weise. Huch! Auf die Art und Weise sicher zu sein. Okay. Na, dann versuchen wir es mal ordentlich zu spielen. Ist auch klar. Kann ich die Kugeln irgendwie nutzen, um an die Pilze zu kommen? Ich raff noch nicht, wie er an die Pilze kommen soll. Ja, das war. Ah, wenn die mal losrollen. Dann könnte mit denen die Kugel, die Dings aufgehen. Aber die rollen halt nicht von selbst los. Ja, dann muss es ohne weitere Pilze gehen. Das war blöd. Dann muss es ohne weitere Pilze gehen. Kriegen wir schon hin. Hui! 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 Oh, zu wild. Lass mich in Ruhe. So, weg mit dir. Weg mit dir. Hui! Hui! Oh boy. Nee. Nee. Ja, so könnte ich die dann steuern gegen die Pilze. Aber habe ich tatsächlich gar kein Interesse mehr.
können wir nämlich eh nichts mehr, so wie ich jetzt gerade hier runterlaufe. Da ist die Tür. Checkpoint. Sehr schön. Jetzt kommt der Bosskampf. Jawohl. Ich bin direkt in ihm drin. Das wollte ich natürlich nicht. Das Schöne ist jetzt, das sollte jetzt mit der Technik, die ich gerade gelernt habe, funktionieren. Ich könnte ihn wahrscheinlich direkt in die Lava befördern. Ich glaube, ich kann ihn direkt in die Lava befördern. Hui. Jetzt ist er da oben. Ah, vielleicht auch nicht. Es sind zu viele Plattformen, der landet immer auf irgendeiner. Okay. Was willst du tun? Nichts kannst du mehr tun. Ui. Das hat von selbst funktioniert. Oh, der zieht da drüber. Vielleicht kann ich ihn so in die Lava befördern. Aber ich glaube, das ist zu schnell. Ich glaube, das haut nicht hin. Ich glaube, das haut nicht hin. Lol. Vielleicht mache ich einfach den gleichen Fehler zweimal hintereinander. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Nein, ich wollte drauf. Ach, Mist. Ach, Mist. Ich wollte drauf wieder auf die Kanone. Hat nicht funktioniert. Vielleicht mach ich den gleichen Fehler einfach dreimal. Das war immer ein neuer Fehler. Aber man kann ihn schon ordentlich durch die Gegend pfeffern, ne? Vielleicht kann man ihn trotzdem irgendwie in die Lava. Ich weiß es nicht. Das wäre schon cool. Und zack! Ha! Genau so wollte ich das haben. Nice. Nice. Genau so sollte der in die Lava gehen. Ah, das waren Speedrun Tactics. Leider war es kein Speedrun, weil ich davor ständig gestorben bin. Okay, aber schön. Schön, wie das funktioniert hat. Perfekt. Okay, dann haben wir jetzt noch das Musiklevel von Devory. Dann haben wir hier alles gemacht. Nice. Awake and Alive. Ich sollte da wohl nicht rein. Okay. Gut, gehen wir da nicht mehr rein. Hä? Ach so. Verstanden. Oha, das ist ja mal richtig anspruchsvoll, was er gebaut hat. Oh, er muss erst auslösen. Okay. Thank you.
Diesmal kommt der Checkpoint aber zum Glück recht bald. Sehr schön. Ich hoffe, ich brauche den nicht noch. Nope. Nice. Schöne Version. Kann man anbieten. Sehr gut. Auch mal was von Skillet gemacht. Ja, es ist... ganz cool. More info for art file. Hä? Wie? Skillet. Da steht sogar nochmal Skillet. Okay, cool. Ja gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir haben hier alles abgeschlossen. Im nächsten Part würde ich jetzt ganz gerne nochmal versuchen, ungeklärte Expert-Level rauszufinden. Und wir versuchen da mal ein bisschen was. Danke fürs Zuschauen und tschüss.